herzlich willkommen zu einem neuen Video, der dritte Teil von Neuroimplantate und Gedankenübertragung in den Kopf. Ich muss gleich das Geknister und Geknacke und das Gerausche ein bisschen entschuldigen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Offensichtlich hat man mein Handy irgendwie manipuliert. Das ist auch mit Funksignalen nötig. Möglich. Dummerweise habe ich es auch einmal zu Hause liegen lassen. Ja, ich hoffe, man versteht trotzdem einiges. Wie gesagt, das Geknister bitte ich zu entschuldigen. Vielleicht kann ich es irgendwann mal reparieren lassen, aber ja, momentan geht es, glaube ich, leider nicht wegen Geldmangels. Dann habe ich noch was zu sagen zu diesen kleinen Minutenteilen immer am Ende eines Videos. Das kommt daher, dass mein Handy zu wenig Speicherkapazität hat. Und ja, also meine Karte da drauf hat genug, also 32 GB, und ein Film ist immer um die 4 GB. Aber immer wenn die 4 GB erreicht sind, wird automatisch ein Cut gemacht und ein neues Filmpaket angefangen. Und man kann bei YouTube leider nicht mehr, wie es früher möglich war, Filmschnipsel zusammenkleben, zusammenpacken. Also diese Funktion gibt es nicht mehr bei YouTube und deshalb immer diese zwei Schnipsel. Aber auch das bitte ich zu entschuldigen. Ich versuche in Zukunft die Videos so kurz zu machen, dass eben ja ungefähr nach 40, 45 Minuten passiert das meistens immer. Ja, ich versuche es kürzer zu machen. Oder vielleicht hat ja jemand einen Tipp, vielleicht kann man das auch irgendwie einstellen, dass die einzelnen Filmpakete größer sind. Ja, das nochmal so zur Erläuterung. Ich habe beim letzten Teil, bei Teil 2, also diese letzten 6 Minuten, aufgehört. Da habe ich eben erzählt etwas über Mikrowellenkameras, die ein bestimmter Herr, der in meiner Straße wohnt, an seinem Haus montiert hat und oder montieren lassen durch den Geheimdienst. Er selber, denke ich, kann das nicht, weil er ist Mediziner, also ich denke, er hat diese Fachkenntnis nicht, aber ich zeige mal, wie die aussehen. Und zwar ungefähr so groß wie ein Euro-Stück, nicht größer, und weiß, ein weißes Käppchen, so ein bisschen wie ein Türstopper oder so ein, wo man den Tisch, wenn man einen Küchentisch gegen die Wand schiebt, dann gibt es so kleine weiße, ich denke, ja, so Puffer, ja, so ungefähr ein Euro-Stück groß. Also es sieht ziemlich unauffällig aus und ich bin nur darauf aufmerksam geworden, weil dieser Herr eben einmal versucht hat, mich einzuschüchtern. Als ich nach Hause kam, hatte er im Erdgeschoss seines Hauses ungefähr 4 Monitore aufgebaut und ich habe dann mich auf der Straße gehen sehen und auf einem Monitor lief genau das Bild, was ich ungefähr vor ein paar Sekunden selber gesehen habe mit meinen Augen. Und so bin ich darauf gekommen, dass die durch meine Augen sehen können. Es ist auch so, dass einmal so ein Käppchen abgegangen ist und dann konnte ich also erkennen, dass unter diesem Käppchen so eine Art Sensor ist, also wie so ein kleiner, dicker Wulst, also vergleichbar, wie so ein kleines, so die Größe ungefähr ein Stückchen von einem Bleistift. Ich zeige das mal eben. Ja, ich weiß nicht, ob man das gut sehen konnte. Bemerkenswert ist, dass offensichtlich, also dass der Zustand ist schon seit einigen Monaten so, offensichtlich durch die Witterung ist mal so ein Käppchen abgefallen. Man gibt sich noch nicht mal Mühe, das dann wieder in Ordnung zu bringen. Also das heißt, also ja, man kann ja sowieso machen, was man will. Warum soll man dann noch groß die Sache tarnen? Ich bin dann aber durch diese Aktion darauf aufmerksam geworden, dass dieser Herr mich offensichtlich überwacht mit Kameras, die man erstmal gar nicht so erkennt. Der Geheimdienst ist aufgetaucht, meiner Meinung nach der NSA, weil ein großes schwarzes Auto mit Darmstädter Kennzeichen stand auf einmal vorm Haus.
Zeitgleich habe ich diesen Herrn gesehen mit zwei stark beleibten Herren vom NSA, die ihn dann in einem Kaffee in die Mangel genommen haben. Er musste dann in Rede und Antwort stehen. Die waren gar nicht darüber erfreut. Und was ich vergessen habe zu erzählen beim letzten Video war, nochmal zwei Tage später habe ich gesehen, wie ungefähr also eine ganze Mannschaft mit einem schwarzen Van vor seinem Haus so angehalten hat. Dann drei stark beleibte Männer haben dann mehrere Kartons aus der Wohnung getragen, aus seiner Wohnung. Und ja, in diesen großen Kartons, das konnte man deutlich sehen, die waren groß und hoch, da waren dann eben diese Monitore drin. Klar, die Beweismittel mussten beseitigt werden und da war der Geheimdienst gar nicht so erfreut drüber, über diese Aktion. Dieser Herr konnte es eben nicht lassen, mich einzuschüchtern, und der Geheimdienst hat eben andere Interessen als diejenigen, die gerne Jagd machen auf Menschen. Sie wollen möglichst viele Daten sammeln, das möglichst unauffällig machen. Kann man sagen, dass da verschiedene Interessen, es gibt verschiedene Interessenlage und manchmal kollidieren die auch miteinander. Also wenn es nach dem Geheimdienst geht, am besten ist, der lebt noch so lange wie möglich weiter. Und wenn es nach den Leuten gibt, die mich quälen, da gibt es Leute zum Beispiel, die bei mir im Haus wohnen, die können den Tag nicht erwarten, wenn ich endlich mit der schwarzen Kiste nach draußen getragen werde. Also es ist also ganz unterschiedlich manchmal, aber die meisten, denke ich, wollen noch lange Geld mit mir verdienen, auch die mich verfolgen, und umso länger ich durchhalte, umso mehr Geld kann man ja auch mit mir verdienen. Das ist ein kleiner Vorteil, also dass ich immer merke, wenn es zu doll wird und ich an die Grenzen komme, dann wird ein bisschen zurückgeschaltet mit der Folter, mit der Verfolgung. Gut, ich wollte heute aber hauptsächlich über das Patent von Dr. Nölting Bank sprechen, das was letztes Mal zu kurz gekommen ist. Ich habe noch eine Sache nachzutragen, und zwar die Adresse von dataasylum.com. Ich habe das heute ein bisschen größer mitgebracht. Also nochmal hier diese Augenkamera, die ich auch habe, die verbunden ist mit meinem Neuroimplantat, und das Neuroimplantat sendet dann meine Bilder an andere Empfänger, also über das Handynetz, und sogar direkt auf den Sehnerv von anderen Personen. Und da kommt jetzt die Erfindung von Dr. Nölting Bank ins Spiel. Aber hier erst nochmal diese Augenkamera. Also man sieht, dass da im Auge etwas Weißes ist, und das kann man sichtbar machen mit einer Blaulichtkamera oder Schwarzlichtkamera heißt das, also korrekt, also schwarzes Licht. Kann man günstig eine kaufen und mal sich ins Auge leuchten vorm Spiegel. Dann hier die Adresse. Also wer das genauer sehen will, auf Englisch nachlesen will, wie das Ganze funktioniert, der möge sich diese Adresse mal eingeben in den Browser. Dataasylum.com. So, jetzt aber geht es zu Dr. Nölting Banks Patent. Sonst wird die Zeit wieder zu knapp. Hier nochmal die Offenlegungsschrift von 2002. Also das ist schon vor 16 Jahren eingereicht worden beim Patentamt, Deutschen Patentamt in München. Ja, und das Patent ist inzwischen abgelaufen, angeblich weil die Gebühr nicht gezahlt worden ist. Ja, kann man sich natürlich fragen, jemand, der so eine komplizierte Erfindung macht und in der Lage ist, so komplizierte Technik zu entwickeln, der soll einfach vergessen, die Patentgebühren zu bezahlen, kann man schlecht glauben. Dann auf einmal mit 47 Jahren, viel zu früh, stirbt der Erfinder. Ja, da kann man sich dann seinen Teil denken. Aber jetzt geht es wirklich mal zur Beschreibung dieser Erfindung. Und zwar, ich
lese aus der Beschreibung. Charakteristik des bekannten Standes der Technik. Bei modernen Medien, wie zum Beispiel Radio und Fernsehen, wird ein elektronisches Gerät benötigt, das elektromagnetische Strahlung in ein wahrnehmbares akustisches oder optisches Signal umwandelt. Und einzelne Personen sind I.A. Nicht individuell mit Informationen zu versorgen. Bekannt ist auch zum Beispiel A, der Effekt der Hörbarkeit von bestimmten Radarimpulsen, in Klammern Beobachtungen im Zweiten Weltkrieg, B, die direkte akustische Wahrnehmbarkeit, in Klammern Hörbarkeit von modulierter Mikrowellenenergie bei Einstrahlung in den Kopf, also das ist das klassische Voice-to-Skull, unter denen viele Zielpersonen leiden. Dann kommt eine Reihe von Autoren, die das alles schon vorher entdeckt haben. Das fängt an bei 1961, 1973, 1978. Ich kann die jetzt nicht alle vorlesen. Also es fängt schon in den 60er Jahren an. Also das ist wirklich das ist eine ganz alte Sache. Das gibt es schon seit über 50 Jahren. Weiter im Text. C. Die Gefühlssteuerung mittels akustischer oder elektronischer Stimulierung. Wieder ein paar Autoren, 1980, 1994. D. Die Anwendung akustischer Signale zur unterschwelligen Beeinflussung. Punkt. Die akustischen Wahrnehmungen bei Einwirkung von gepulsten Mikrowellenstrahlen beruhen unter den meisten bisher gewählten experimentellen Bedingungen auf der Erzeugung thermoelastischer Druckwellen im Innenohr. Der menschliche Körperdipol hat bei 1,80 Meter Körperlänge eine Resonanzfrequenz von 80 MHz. Die individuell etwas verschiedenen elektromagnetischen Resonanzfrequenzen des menschlichen Kopfes liegen um 400 MHz bei Erwachsenen und um 700 MHz bei Kleinkindern. Aufgrund des Skin-Effekts, also Skin heißt Haut, ist die Eindringtiefe von elektromagnetischer Strahlung in den Organismus frequenzabhängig. Zum Beispiel bei einer Einstrahlung auf den Kopf erfolgt die Absorption bei 2,5 GHz Frequenz hauptsächlich in den äußeren 1 bis 2 cm des Hirns, dagegen bei 900 MHz mehr im Inneren des Gehirns. Bekannt sind auch elektromagnetische Waffen, mit denen, in Klammern bei Beobachtung mittels Millimeterwellenteleskopen oder Mikrowellendetektoren, ja, darüber habe ich ja gerade eben berichtet, die kann man auch an Hauswänden anbringen oder eben auch auf ein Strahlengerät aufmontieren, also ein Monitor, der auf ein Strahlengerät aufmontiert wird. Meine Nachbarn benutzen das immer, wenn sie auf mich schießen. Über größere Entfernungen oder durch nicht-metallische Wände hindurch Menschen betäubt oder ausgeschaltet werden können. Bekannt ist auch die unterschwellige Stimulierung mit herkömmlichen akustischen Verfahren. Beispielsweise können aufmodulierte Rhythmen bei 1,7 bis 3,5 Hertz zur Förderung von Schlafbedürfnis dienen. Abnormale Zustände des Bewusstseins lassen sich durch Rhythmen im Bereich von 3,5 bis 7 Hertz und 28 bis 56 Hertz fördern. Der normale Rhythmus des menschlichen Hirns liegt bei 7 bis 14 Hertz und bei 14 bis 28 Hertz im Falle der Erregung oder Angst. Die Ideen von Gedankenübertragung und Gedankenlesen werden jedoch gewöhnlich als nicht praktikable Fantasien angesehen und mit keinem der genannten Systeme allein können langreichweitige Gedankenübertragungen oder gar Gedankenlesen effizient realisiert werden, zum Beispiel über eine Entfernung von einigen Kilometern. Menschen, die behaupten, ohne technische Hilfsmittel
Gedanken über große Entfernungen senden oder empfangen zu können, in Klammern zum Beispiel einige Esoteriker, Klammer zu, konnten bisher keinen Wirkungsnachweis führen. Auch belegen zahlreiche utopische Filme mit Episoden von fernreichender Gedankenübertragung oder Gedankenlesen, dass es bisher für diesen Wunschtraum keine praktikable Lösung mit guter Effizienz gibt. Ziel der Erfindung. Das Ziel der Erfindung ist die Erweiterung der Möglichkeiten moderner Medien in Form der langreichweitigen Gedankenübertragungen, die seitens des Empfängers keine elektronischen Hilfsmittel wie zum Beispiel Radio, Fernseher oder Mobilfunktelefon benötigt. Frequenzen. Zur besseren Wirksamkeit der Gedankenübertragung können als Trägerfrequenz des elektromagnetischen Strahls oder als auf die Trägerfrequenz aufmodulierte Frequenzen bestimmte Resonanzen von Körperteilen, zum Beispiel des Kopfes, Teilen des Innenohrs, Sehnervs, gewählt werden. Zum Beispiel eignen sich Trägerfrequenzen und eventuell der Trägerfrequenz aufmodulierte Zwischenfrequenzen um 80 MHz bzw. 400 bis 700 MHz bzw. 1 bis 100 GHz zur Adressierung des Körpers bzw. des Kopfes bzw. von Organteilen, zum Beispiel Innenohr, Nerven, auch Sehnerv. Also das ist interessant, weil bei dem klassischen Voice-to-Skull ging es erstmal nur um den Gehörnerv oder das Innenohr. Jetzt wird das Ganze noch erweitert mit den richtigen Frequenzen. Ich höre bei den Frequenzen mal auf, weil das wird dann doch etwas zu detailliert, welche Frequenzen und so. Kann man sich sowieso nicht merken. Wer das alles genauer nachlesen will, der kann sich das Patent ja selber angucken. Man kann das im Internet als PDF-Datei runterladen. Nochmal die detaillierte Beschreibung der Erfindung habe ich schon in meinem ersten Teil getan. Ich wiederhole es trotzdem nochmal, weil es jetzt im ganzen Zusammenhang wichtig ist, dass man alles gut versteht im Zusammenhang. Detaillierte Beschreibung der Erfindung. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bestimmte erwünschte Nachrichtenübertragungen zu ermöglichen, ohne an die Einschränkungen von herkömmlich verwendeten elektronischen Mitteln gebunden zu sein. Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die Verwendung von fernreichender Gedankenübertragung gelöst, wobei die Gedankenübertragung auf Richtfunk beruht. Im Gegensatz zum herkömmlichen Richtfunk wird jedoch der elektromagnetische Strahl, in Klammern Gedankenstrahl, direkt in den Organismus des Empfängers eingekoppelt, zum Beispiel in den Kopf, die Großhirnrinde, das Innenohr, die Gehörnerven oder Sehnerven. In Abhängigkeit von speziellen in den elektromagnetischen Strahl eingebrachten Signalen, zum Beispiel mittels Amplitudenmodulation, bewirkt diese Einkopplung beim Empfänger eine beabsichtigte Änderung der Gedanken. Im Allgemeinen ist die Änderung der Gedanken des Empfängers nur statistisch wirksam. Das heißt, es wird lediglich die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Gedanken auf beabsichtigte Weise erhöht oder verringert. Im Einzelfall kann die Änderung jedoch auch determiniert sein. Punkt. Hier mal eine eigene Erfahrung von mir. Also determiniert, das ist völlig richtig. Also mittlerweile hat man meine Gehirnströme und Gedankenmuster so gut analysiert, dass man ziemlich zielgenau meine Gedanken beeinflussen kann. Auch meine Träume, also es tauchen Träume auf, die möchte ich hier jetzt detailliert nicht beschreiben, auch sexueller Natur, homosexueller Natur auch, es tauchen da immer Herren auf. Ich weiß, dass ich selber nicht homosexuell bin, also diese Träume würde ich von alleine nicht träumen. Es sind zudem auch Herren, die ich aus meinem Alltag nicht kenne, die mir vorher nie begegnet sind. Ja, offensichtlich macht man sich da einen Spaß daraus, mir solche Träume zu schicken. Es gibt noch andere Träume über Hinrichtung, aber die möchte ich jetzt hier nicht weiter erläutern.
Am Tage habe ich das Problem, dass oft mein Kurzzeitgedächtnis versagt. Ich lege einen Gegenstand irgendwo hin und habe dann einige Sekunden später vergessen, wo ich ihn hingelegt habe und muss nochmal komplett die Wohnung durchsuchen. Eine unangenehme Sache ist, dass man versucht, mich zu befragen, auszufragen. Am Tag habe ich eine gute Abwehr gebaut. Also neulich, also sie haben mich sowieso dazu ausgefragt. Sie kommen nicht an mich ran, sie kommen an mein Herz nicht ran. Und dann fange ich an nachzudenken, was ich morgens gemacht habe, ohne dass ich es eigentlich will. Warum soll ich darüber nachdenken? Ich weiß ja, dass sie meine Gedanken lesen können. Und dann denke ich darüber nach, wie ich eben diese kleinen Neodym-Magnete, ich zeige sie mal eben in die Kamera, also sie wissen es ja sowieso, kann ich auch mal zeigen. Kleine Neodym-Magnete, und wenn man eine bestimmte Region hat, so wie ich, das Herz, dann klebt man sich das einfach so mit Leukosilk so an verschiedenen Stellen so auf dem Körper auf, also morgens, bevor ich zur Arbeit gehe. Und dann komme ich so mit einigermaßen über den Tag, denn Skalarwellen werden durch ein elektromagnetisches Feld erzeugt. Sie haben einen magnetischen Anteil und durch Magnete lassen sich diese Skalarwellen eben ablenken. Und das darin enthaltene Signal, also in der Skalarwelle, in diesem Vakuumkanal, das habe ich schon mal dargestellt bei Skalarwellentechnologie, lassen sich Signale einbringen, zum Beispiel ein falscher Herzrhythmus oder eine Störung für das Herz. Ja, mit diesen kleinen Neodym-Magnete, die müssen gar nicht so groß sein, es reicht so kleine, einfach geschickt platziert, zwei, drei rund um das Herz, und ja, so helfe ich mir eben. Und auf einmal, ich will nicht daran denken, aber trotzdem stelle ich mir das dann bei der Arbeit vor, nachdem mehrere Autos vergeblich an mir vorbeigefahren sind und wieder die typische Bewegung, na, hauen Sie wieder auf Ihre Mittelkonsole, was ist los, da kommt keine Resonanz zustande, und dann fängt die Befragung an, ja, was haben wir denn heute wieder, warum kommen wir denn heute nicht wieder durch, und ja, erzähl uns doch mal, wie hast du es wieder gemacht, und dann fange ich an zu denken über das, was ich morgens gemacht habe vor dem Badezimmerspiegel, obwohl ich es eigentlich gar nicht will, aber irgendetwas veranlasst mich dazu, und dann merke ich den Trick wieder und denke an was anderes. Aber es passiert ganz unterschwellig und man merkt es selber gar nicht, dass man befragt wird. Das ist der Witz dabei. So, ich mache mal etwas weiter wieder mit Dr. Nölting-Bengt, das Patent. Ja, also es wird etwas detailliert. Ich würde sagen, ich gehe mal gleich zu den Ausführungsbeispielen. Das erste Ausführungsbeispiel. Auf ein Fahrzeug montiertes Gedankenübertragungsgerät, welches einen fokussierten Mikrowellenstrahl erzeugt, auf geeignete Weise moduliert und zum Empfänger sendet. Das ist Abbildung 3. Das Gesamtgewicht des Gedankenübertragungsgeräts zur Erzeugung des elektromagnetischen Strahls, Beam, Mikrofon zur Eingabe von Sprachsignalen durch den Beobachter, in Klammern Headset, aufladbare Energiequelle zur Pufferung von Stromfluktuationen und Detektor zur Beobachtung und Unterstützung der Strahlennachführung kann zum Beispiel 100 Kilogramm betragen. Um für den elektromagnetischen Strahl eine gute Bündelbarkeit bei noch ausreichender Durchdringung von Luftwänden und Erde zu ermöglichen, eignet sich als Trägerfrequenz der Bereich von 100 bis 1000 Gigahertz und so weiter und so weiter. Ich muss dazu sagen, Herr Dr. Nölting-Bengt kannte die Möglichkeit von Skalarwellen offensichtlich nicht, weil dann wüsste er, dass diese Skalarwellen als Standwellen so ziemlich jedes Material durchdringen können. Er versucht eben auf klassische Art und Weise durch die Verschiebung oder Veränderung von Frequenzen eine Durchdringung von Material zu erreichen.
Aber seine Erfindung gekoppelt mit der Skalarwellentechnologie, so muss man sich das vorstellen. Und dann muss dieses Gerät auch keine 100 Kilo mehr wiegen. Aber er selber ist damals 2002, also er hat in den 90er Jahren wohl daran gearbeitet, an seiner Erfindung, noch davon ausgegangen, dass man einiges an Power braucht, um bestimmte Materialien, Stoffe zu durchdringen. Bei Skalarwellen braucht man gar nicht mehr so viel Energie haben. Das nur zur Ergänzung. Die Gedankenübertragung, also weiter im Text. Die Gedankenübertragung erfolgt zum Beispiel, indem der Beobachter den Strahl auf den Kopf des Empfängers richtet und in das Mikrofon spricht, wobei das elektrische Signal des Mikrofons mittels der Elektronik des Gedankenübertragungsgeräts der Trägerfrequenz auf geeignete Weise aufmoduliert wird und wobei die Strahlung Spannungen im Kopf des Empfängers induziert, was beim Empfänger zum Beispiel als unterschwelliges Signal wirkt. Alternativ kann die Modulation des Mikrofonsignals auf die Trägerfrequenz, zum Beispiel unter Verwendung einer elektronischen Übersetzungseinrichtung erfolgen, die zum Beispiel zuvor unter Ausnutzung eines Satzes von Korrelationen zwischen Stimuli und Reaktionen trainiert wurde. Alternativ kann die zu sendende Gedankensequenz in einen Computer eingegeben werden, der das zu sendende Signal berechnet. Zur Entwicklung des Programms zur Übersetzung der zu sendenden Gedanken in die auf den elektromagnetischen Strahl Beam auf zu modulierenden Sequenzen können zum Beispiel eine große Zahl von schwachen Korrelationen zwischen Gedanken und Stimuli genutzt worden sein. Das Computerprogramm kann zum Beispiel ein neuronales Netz enthalten. Abbildung 4. Also das Computerprogramm kann ein neuronales Netz enthalten, welches zuvor mit zum Beispiel einem großen Satz von Paaren von Stimuli und Reaktionen trainiert wurde und nach dem Training beabsichtigte Gedanken auf Sätze und Stimuli projiziert. Die aufmodulierten Sequenzen müssen nicht im hörbaren Frequenzbereich liegen. Beispielsweise können unter anderem auch niederfrequente Signale im Bereich von 1 bis 20 Hertz auf die Trägerfrequenz aufmoduliert werden, was zu einer Beeinflussung des Empfängers führen kann. Auch Signale im Bereich über 20 Kilohertz sind verwendbar. In vielen Anwendungsfällen, insbesondere wenn man in die eigenständigen Handlungen der Empfänger nicht zu sehr eingreifen möchte, wird man sich mit einer unauffälligen und für den Empfänger unbewussten Veränderung der Wahrscheinlichkeiten bestimmter Gedanken begnügen. Das zweite Ausführungsbeispiel, das überspringe ich. Ich komme zum dritten Ausführungsbeispiel. Auf ein Fahrzeug, einem Sendeturm, einem Haus oder einem Flugobjekt montiertes Gedankenübertragungsgerät mit einer Quelle intensiver elektromagnetischer Strahlung und einer Einrichtung zur Modulation der Strahlung entsprechend zu den sendenden Gedanken, zum Beispiel einem Computer, der für die zu sendenden Gedanken eine Sequenz von elektromagnetischen Reizen berechnet. Zum Beispiel unterschwellig oder bewusst wahrnehmbare Sprache, Musik, Rhythmen und Lautfolgen, die gleichzeitig oder sequenziell, also hintereinander, gesendet werden. Zur Gedankenübertragung, Punkt. Also, hier die Abbildung dazu. Das ist Abbildung 6, 7, 8 und 9. Die zeige ich jetzt mal hintereinander und wer sie sich länger anschauen will, kann ja auf die Pause-Taste drücken. Abbildung 6. Abbildung 7. Also das ist der Sendeturm und dazwischen kann auch Material sein, zum Beispiel eine Hauswand, ist gar kein Problem. Man braucht keine freie Luftlinie mehr, es geht auch durch
Beton, Stein, Holz, alles. Abbildung 8. Und Abbildung 9. Ja, das ist der Helikopter, der mich oft verfolgt. Und ich habe immer gedacht, ah ja, die machen nur ein bisschen Show. Aber jetzt weiß ich, dass es nicht nur Show ist. Ich selber merke gar nichts. Also ich merke keine Stimmen, ich höre nichts im Kopf. Aber dieser Helikopter fliegt immer in so einem Abstand von mir, also nie direkt über meinem Kopf. Anscheinend ist das Gerät irgendwie seitlich montiert. Aber der Witz ist, dass man es erstmal gar nicht so wahrnimmt, dass jemand versucht, einen da zu beeinflussen. Ich habe jetzt noch weitere Ausführungsbeispiele, und zwar das vierte Ausführungsbeispiel, Gedankenübertragung an Empfänger im Katastrophenfall, Abbildung 11. Auch hier wieder ein Sendemast, eine Wand dazwischen, verschiedene Menschen, die auf einmal erreicht werden sollen, die miteinander auch verbunden werden sollen. Über einen Sendemast, das geht hin und her. Also ein Kopf ist der Sender, es geht zum Mast und dann geht es zurück zu der anderen Person als Empfänger. Weiter im Text. Gedankenübertragung an Empfänger im Katastrophenfall. Gedankenübertragung kann in wichtigen Ausnahmesituationen zur Schadensbegrenzung und schnellen, unkomplizierten Steuerung von Rettungsmaßnahmen hilfreich sein. Teilkomponenten der Gedankenübertragungen können mikrowellengestützte Sprachübertragungen und Gefühlsbeeinflussungen der Empfänger sein. Stimuli können zum Beispiel Sprache, Musik, Rhythmen und Lautfolgen sein. Die Stimulierung kann unterschwellig, das heißt unbewusst wahrnehmbar oder bewusst wahrnehmbar sein. Mehrere Stimuli können gleichzeitig oder sequenziell gesendet werden, um eine bestimmte Reaktion auszulösen. Beispielsweise wird die Sendung bewusst wahrnehmbarer Wortteile mit der Sendung unterschwellig wirkender Rhythmen kombiniert. Die Gedankenübertragung hat zum Beispiel eine beabsichtigte Änderung der Gedankenwelt des Empfängers, zum Beispiel Motivierung zu schadenbegrenzenden Handlungen zur Folge. Fünftes Ausführungsbeispiel. Mensch-zu-Mensch-Gedankenübertragung. Das zu sendende Signal wird direkt vom Kopf einer Person abgegriffen und direkt oder in verarbeiteter Form auf den elektromagnetischen Strahl aufmoduliert. Aus dieser Weise werden zum Beispiel Spannungs- oder Entspannungszustände, die sich durch unterschiedliche Frequenzen der Hirnaktivität unterscheiden, übertragen. Sender oder Empfänger können zum Beispiel Personen im Wachkoma oder blinde Taubstumme sein. Ja, also das ist hier nicht nur um die Patienten geht im Wachkoma oder Taubstumme, das sollte klar sein. Hier nochmal die Abbildung 11, also direkt also abgegriffen von einer Person und dann gesendet an die nächste Person. Und der Witz ist dabei, man braucht dabei kein Gerät, so wie ich es habe, also man braucht kein Neuroimplantat dazu. Es wird praktisch frei abgegriffen über die Sendeleistung eines Sendemastes. Ein Gedanke wird abgegriffen von einer Person, die muss gar kein Implantat haben. Ja, das ist eben das Bahnbrechende an dieser Erfindung von Dr. Nölting Bengt. Ich mache weiter mit dem sechsten Ausführungsbeispiel. Profiling und Gedankenlesen bei einem verurteilten Kriminellen im Rahmen des gesetzlich und sittlich Zulässigen. Ihr könnt euch denken, was für eine Anmerkung ich machen will.
Ich mache sie einfach verurteilt oder nicht verurteilt, kräht kein Hahn danach. Wenn man erstmal die Technik hat, Leute zu quälen und zu foltern, sie in Angst und Schrecken zu versetzen, kann man sowieso machen, was man will. Weiter im Text. Ein einfaches Verfahren wäre, der Person überraschend unterschwellig ein Schlüsselwort zu senden, welches nur für sie wichtige Bedeutung hat. Und mittels gleichzeitiger Beobachtung der Reaktion wird ein Verdacht erhärtet oder erweicht. Der Sendung des Schlüsselwortes kann eine Vorbereitungsphase, in Klammern Sensibilisierungsphase, vorausgehen, in der zum Beispiel die Gedanken der Person durch ein unterschwelliges Signal auf das Schlüsselereignis gerichtet werden. Die computergestützte Gedankenübertragung ermöglicht jedoch weitaus höher entwickelte Methoden. Zum Beispiel können bestimmte Schlüsselinformationen unterschwellig oder einen längeren Zeitraum mit wechselnden Intensitäten gesendet und die Reaktion des Empfängers mit dem Signal korreliert werden. Ja, also vielleicht, ja, ich mache einfach mal weiter mit dem nächsten Beispiel, das siebte Ausführungsbeispiel. Verurteilte Kriminelle zur Abwehr von Gefahren unauffällig manipulieren oder ausforschen, soweit gesetzlich und sittlich zulässig. Abbildung 12. Hier sieht man so einen Gefängnisinnenhof und ohne dass das die Gefangenen merken, werden da die geheimen Gedanken ausgeforscht. Die werden da eben unterschwellig befragt. Vielleicht doch noch eine Anmerkung im Rahmen. Was schreibt der Herr Dr. Nölting-Bengt? Im Rahmen, soweit gesetzlich und sittlich zulässig, im gesetzlichen Rahmen, ja, also da kann man von einem Rahmen nicht sprechen. Also das, er scheint das Grundgesetz gar nicht zu kennen. Also das Grundgesetz verbietet das von vornherein. Die Verfassung verbietet das. Sowas in einem zulässigen Rahmen, das ist ein Witz. Weiter im Text. Das zeitweilige Ausschalten aller Kriminellen mittels amplitudenmodulierter intensiver Mikrowellenstrahlen bei der Erstürmung eines Objekts, in Klammern unauffällig durch Wände hindurch, hat gewisse Risiken des Fehlschlages und ist bei elektromagnetisch abgeschirmten Objekten schwierig. Die Gedankenübertragung ermöglicht, diese Risiken zu verringern. In lebensbedrohlichen Situationen kann es akzeptabel sein, eine Gedankenmanipulation auf nicht-kriminelle beteiligte Personen auszuweiten, was die Anwendung auf abgeschirmte Objekte vereinfacht. In Klammern zum Beispiel Strahlung durch Löcher in der Abschirmung, diffus in den gesamten Innenraum. Beispielsweise kann die Strahlenleistung für eine Gedankenübertragung unter ein Tausendstel der für das zeitweilige Betäuben der Kriminellen notwendigen Strahlungsleistung liegen, was auch ein erheblicher Kostenfaktor sein sollte. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Hardware der Gedankenübertragung leicht auf das mikrowellengestützte Abhören der Gespräche der Kriminellen erweitert werden kann. Ja, warum muss ich so lächeln und grinsen? Also Kosten. Also wer Zielperson ist und weiß, welcher Aufwand betrieben wird. Also Verfolgung, also nur mal aus meiner Foltergeschichte, also Verfolgung mit Helikoptern, mit Cessna-Maschinen, mit Lastern, mit Autos, mit Personen, also Millionen Euro und ich bin nicht der Einzige. Und Dr. Nölting-Bengt sagt, ja, wenn man nicht die volle Pulle sendet, um den Typen gleich auszunocken, dann wird es ja vielleicht sogar noch billiger. Also das ist also der einzige Grund, warum nicht voll aufgedreht wird, ist, man will keine Spuren hinterlassen. Es soll schleichend passieren. Man versucht uns schleichend mürbe zu machen. Und Herr Dr. Nölting-Bengt mag gute Absichten gehabt haben,
Aber so, wenn man das liest, also über diese Naivität, also über diese Naivität kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Und wir Zielpersonen wissen ja auch inzwischen, wozu diese Technik eingesetzt wird. Ich denke, das, was ich erzählt habe, geht vielen von euch so. Ich bin auch am Ende mit Dr. Nöck, Ding Bengt, also moralisch sowieso, aber auch mit der Vorlesung jetzt hier aus seinem Patent. Ja, es gibt noch andere Beispiele, aber das war's soweit. Und wer will, kann sich dieses Patent ansehen im Internet. Also man gibt einfach bei Google diese Patentnummer ein. Ich versuche mal eine besonders gut leserliche Patentnummer hier in Kamera zu halten. Also dann auf die Pause-Taste drücken, diese Nummer eingeben und dann kriegt man diese PDF-Datei. So, also ich denke, das reicht mit diesen Neuroimplantaten und Gedankenübertragung in den Kopf. Wie immer, viel Kraft und viel Erfolg.